Hallo, mein Name ist Daniel Gärtner. Ich bin Sportwissenschaftler, bin Doktor für Sportwissenschaft und habe meine Doktorarbeit zum Thema Dehnen und Beweglichkeit geschrieben. Ich selbst komme auch aus dem Leistungssport, habe jahrelang traditionelles Karate gemacht, aber auch Kickboxen, war 1999, 2000 und 2001 Weltmeister. Tja, ich möchte euch heute das Thema Dehnen und Beweglichkeit näher bringen. Man muss wirklich differenzieren, ob man durch das Dehnen, durch das Beweglichkeitstraining langfristige Ziele verfolgen möchte, also das heißt, beweglicher werden zu wollen, oder ob ich das Ganze kurzfristig mache, als Vorbereitung auf den Wettkampf, mein Training im Rahmen eines Aufwärmprogramms. Und bevor es dann gleich losgeht, möchte ich euch aber auch noch eine theoretische Einführung geben. Wer sich noch etwas vertiefen möchte im Bereich Dehnen und Kampfsport, und das Werk nennt sich Einfluss verschiedener Dehnmethoden auf ausgewählte Leistungsparameter im Kampfsport. Beweglichkeit auf der einen Seite ist gegliedert in die Gelenkigkeit und in die Dehnfähigkeit. Gelenkigkeit ist jedem klar, das wird durch die Knochen, durch die Gelenke bestimmt. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich die Dehnfähigkeit, die ich ganz gezielt durch Dehnmaßnahmen positiv beeinflussen kann. Das kann ich wirklich durch ein Dehnprogramm, durch ein Dehntraining verbessern. So, jetzt ist es so, jetzt stellt sich offenbar auch die Wissenschaft die Frage, ja, wenn ich mich langfristig dehne, bringt das überhaupt was? Was passt sich denn da an? Was man da vielleicht sagen kann, ist das, in dem Bereich ist sich die Wissenschaft noch nicht zu 100% einig. Man hat Untersuchungen an Tieren durchgeführt, an Ratten, an Fröschen und hat mal geschaut, was sich da in der Muskulatur verändert, wenn sich die langfristig dehnen. Dann wurde anschließend die Muskulatur untersucht und da hat man mal die Zellen gezählt, die Muskelzellen, ob sich die vermehrt haben im Vergleich dazu zur der anderen Seite, zum anderen Arm oder Bein. Und siehe da, man hat festgestellt, dass sich die Muskellänge wirklich verändert hat. Und das ist in der Hinsicht ganz interessant. Was aber ganz interessant ist, ist das, dass sich durch ein langfristiges Dehnen, also wirklich über mehrere Wochen und Monate oder sogar Jahre, die Muskulatur an die Beweglichkeit, an den Dehnradius anpasst. So ist es zum Beispiel so, wenn ich mich langfristig dehne und ich zum Beispiel mit dem Kampfsport beginne, ich irgendwann vielleicht mal aus so einer tiefen Kickposition, die ich so instabil halten kann, eine Muskelanpassung habe, wenn ich das regelmäßig mache, sodass ich das Bein ganz kontrolliert hier halten kann, ohne dass irgendwas passiert, ohne dass ich irgendwo die Kontrolle verliere. Aktive Dehnen oder sprechen wir eher von der aktiven Beweglichkeit und hier von der passiven Beweglichkeit. Was bedeutet das? Aktive Beweglichkeit, die wird immer durch den unmittelbaren Gegenspieler beeinflusst. Und dadurch hebt sich mein Bein nach oben an. Im Gegenzug wird aber die gegenüberliegende Muskulatur gedehnt. Die passive Beweglichkeit beschreibt die äußeren Kräfte, die auf den Körper wirken, zum Beispiel die Schwerkraft. Wenn ich meine Beine schließe und mich einfach bloß nach unten hängen lasse in die Position, dann zieht mich die Schwerkraft in die Dehnung, und die Muskulatur hinten, speziell der Beinbeuger, wird dabei gedehnt. Neuromuskulär bedeutet oder verbirgt sich hinter dem Namen PNF-Dehnen. PNF-Dehnen bedeutet, jetzt wird es sehr wissenschaftlich, propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation. Also propriozeptiv bedeutet die Sensomotorik, es arbeiten verschiedene Rezeptoren. So, neuromuskuläre Förderung. Und daraus ergeben sich eigentlich drei wesentliche Methoden. Zum einen das sogenannte CR-Dehnen, Contract and Relax. Das schauen wir uns dann gleich etwas genauer noch an. Dann das sogenannte AC-Dehnen, da kontrahiert der Antagonist, der Gegenspieler, also Antagonist Contract. Und dann gibt es die Kombination aus beiden, nämlich CRAC. So, und somit hat man drei wesentliche neuromuskuläre Dehnmethoden. Und der Vorteil dabei ist einfach der, dass ich durch diese Methoden nicht nur dehne, sondern gleichzeitig auch die Koordination verbessere. Man sagt dazu die intermuskuläre Koordination, das Zusammenspiel zwischen verschiedenen Muskeln, zwischen Spieler und Gegenspieler. Und genau sowas brauche ich ja im Kampfsport. Weil, wenn der eine Muskel, wie wir ja wissen, kontrahiert, muss der andere locker lassen. Und je mehr ich das über den Methoden schon übe, umso einfacher kann ich auf dieses Muster dann im Wettkampf zurückgreifen.
Wir zeigen euch jetzt einfach mal ein paar Partnerübungen, die man wunderbar im Training einfach mal durchführen kann, die genau dieses Muster PNF dienen, abbilden. Fassen wir nochmal vielleicht kurz zusammen, was haben wir denn schon gelernt, beziehungsweise was habt ihr denn mitgenommen? Nummer 1, es ist immer die Frage, wann und wie ich mich dehne, das heißt, welche Ziele ich mit der Dehnung verfolge. Auf der einen Seite kann ich langfristige Ziele verfolgen und da sind genau diese PNF-Methoden optimal. Wichtig, wenn ich mich langfristig dehnen möchte, wenn ich langfristig beweglich werden möchte, dann dehne ich nicht mal schnell so irgendwo im Training, sondern dann ist es wichtig, dass ich regelmäßig isoliert ein Beweglichkeitstraining mache. Ganz wichtig bei den Partnerübungen grundsätzlich, schaut dem Partner ins Gesicht, weil wenn der das Gesicht verzieht, dann wisst ihr, es ist intensiv und ihr müsst ein bisschen aufpassen. Und jetzt gehe ich ganz langsam in die Dehnung hinein, bis der Partner Stopp sagt. Und wie ihr das schon jetzt kennengelernt habt, das gleiche Schema machen wir immer wieder. Wir dehnen erst so für 10 Sekunden hinein. Und jetzt machen wir die CRAC-Methode, also wieder die Crack-Methode. Jetzt drückt der Partner gegen eure Hände nach oben, also die Beine zusammendrücken. Los geht's. 5, 4, 3, 2, 1. Locker lassen. Jetzt haben wir die autogene Hemmung ausgelöst und jetzt lösen wir sofort die AC-Methode aus, also die reziproke Hemmung. Jetzt greift ihr mit den Händen um. Vorher waren wir hier und jetzt sind wir hier unten. Und jetzt drückt ihr die Beine fest auseinander. Spannt euer Gesäß an, euren Gluteus. 5, 4, 3, 2, 1, locker lassen, jetzt greife ich wieder nach oben, jetzt ist der Partner komplett entspannt und jetzt dehne ich noch einmal 2, 3 cm weiter. Und jetzt könnt ihr ein bisschen gemein sein, wir wissen ja schon, dass die Adduktoren aus 3 Hauptsträngen bestehen und jetzt kann ich hier ein bisschen in die tiefer liegenden Schichten reinwandern, indem ich einfach nur ein bisschen nach vorne gehe. Jetzt schauen wir mal auf die Gesichtszüge vom Andi, ja, es zieht und jetzt gehe ich wieder ein bisschen zurück. Und hier kann ich auch dynamisch ein bisschen übers Gelenk mobilisieren, sodass das Ganze wirklich schön beweglich und dehnfähig wird. Okay? Und das Ganze macht ihr natürlich auch wieder 3 bis 4 Mal nacheinander. So, Achtung, drückt mich mal nach vorne oben weg. Drückt mich weg, drückt mich weg. 5, 4, 3, 2, locker lassen. Ja, es gibt natürlich noch 1000 verschiedene andere Übungen. Probiert es ruhig mal aus und vielleicht sehen wir uns ja mal persönlich bei der Kronenakademie. Bis dann, macht es gut und danke. Ciao.